Entschuldigung, ich bin zu spät. Ist schon so vereist draußen, dass ich mit dem Fahrradbein ausgerutscht wäre und Alfred Apfel musste ja auch noch mitkommen. Mhm. Ja, gut, dass du einen Helm auf hast. Und so ein Dickschädel bin. Immer der Nase nach. Es geht immer der Nase nach. Denn so richtig wissen die frechen Freunde leider nicht, wo es lang geht. Vielleicht rechts? Vielleicht links? Kennt ihr den Weg? Könnt ihr den frechen Freunden helfen? Die frechen Freunde rollen links die Obstwiese runter, vorbei am alten Apfelbaum. Dort biegen sie dann rechts ab, vorbei am jungen Kirschbaum. Dann hüpfen sie über den alten Zwetschgenbaum auf den alten Zwetschgenbaum zu und rechts daran vorbei Richtung Geräteschuppen. Schon sind sie am Erdbeerfeld, auf dem Edda Erdbeeren wohnt. Dort kullern sie vorbei und kommen schließlich zur großen Straße. Die wollen sie nun immer der Nase nach entlang kugeln. Denn wenn sie immer weiter der Nase nach hopsen, finden sie vielleicht ein anderes Obst oder Gemüse, was den Weg kennt. Betty Birne ist schon müde. Sie ist es nicht gewohnt, so weit zu kullern. Sie hat die Obstwiese nämlich noch nie verlassen. Also machen die frechen Freunde eine kurze Pause, um sich auszuruhen. Braucht ihr auch manchmal eine Pause? Und wie ruht ihr euch am liebsten aus? Die frechen Freunde sitzen am Rand vom Erdbeerfeld, das im Winter recht kahl und einfach aussieht. Aber über dem Feld liegt ein... Ich habe Probleme mit dem Buchstaben tanzen. Über dem Feld liegt ein heller Frostschleier. Das bunte Treiben vom Sommer lässt sich nur noch erahnen. Und doch ist es sehr schön, denn die frechen Freunde genießen die winterliche Ruhe. Nächsten Sommer, bricht Betty Birne die Stille. Nächsten Sommer feiern wir ein lautes, fröhliches Fest auf dem Erdbeerfeld. Es ist so schön hier. Das machen wir, antwortet Edda Erdbeere und kuschelt sich an Betty Birne. Edda Erdbeere ist viel zu kalt im Dezember. Sie ist ja wie gesagt ein Frühsommerobst, also mein Juniobst. Und auch Bob Banane ist eher die Hitze aus Mittelamerika gewöhnt. Zusammen träumen die frechen Freunde davon, wie die warme Sommersonne sie an der Schale kitzelt. Sagt, habt ihr es lieber warm oder kalt? Und was ist eure Lieblingsjahreszeit? Alfred Apfel, super Schnuppernase, schnuppert und sagt, ich schnupper es ganz genau. Der nächste Sommer, ich glaube, der nächste Sommer, der kommt ganz bestimmt. Wir müssen nur noch der Nase nach.